sind wir wieder mit Final Fantasy 9. Ich musste allerdings einen Teil wieder spielen. Ich habe den Käfer, den wir jetzt gleich besiegen müssen, besiegt gehabt. Aber das Problem war, danach ging nichts mehr. Unglaublich. Von Ruby an Sidan. Mein Kleinkunsttheater steht jetzt vor. Aber eben noch viele mehr Schauspieler. Hier wird denn wirklich kein Juden da draußen. Wer dir von Dandalus jetzt wenigstens da, dann wird meine Rettung. Naja, oder vielleicht doch mal untergegangen. Bei ihren schrägen Träubervisagen. Sie sucht Schauspieler. Ich wollte ja auch Schauspieler werden. Aber hier irgendwie nicht genug Selbstvertrauen. Weil wir jetzt da gleich hier ein Riesenproblem haben. Und ich möchte jetzt nicht spoilern. Ich kenne zwar die Folge schon, weil jetzt genau das passiert, was ich schon mal gespielt habe, aber ich möchte nicht spoilern. Okay, wir müssen erst hoch zum Tempel. Gibt es hier eigentlich auch einen Shop in dem Café? Geht's gar nicht weiter. Ich bräuchte auf jeden Fall einen Shop. Bitte hasst mich nicht. Ach, das haben wir schon gesehen. Okay, das haben wir schon gesehen. Das lesen wir nicht. Armer. Lili hat gar nichts gemacht. Voll gemein eigentlich. Lili ist so klein und süß. Wer wie weh tut, drückt eins auf die Glocke. Oh, wenn ich dran denke, gleich, was hier wieder gleich passiert. Ich will das nicht nochmal sehen. Ich habe eine Botschaft von Madame Freya für euch. Sieh da, es könnte sein, dass ich etwas länger beschäftigt bin. Ihr könnt euch ja so lange im Gasthaus aussuchen. So lautet ihre Botschaft. Also müssen wir uns im Gasthaus erstmal schlafen legen. Toll. 100 Geld ausgeben für nichts. Naja, wenn der Spieler so will. Der Windsturm tobt. Voll cool mit dem Windsturm eigentlich. Hä? Eine Katastrophe. Was passiert? Ein Kind wurde vom Ameisenlöwen angefallen. Ameisenlöwen? Der ist doch normalerweise immer friedlich. Könnt ihr das Viech nicht irgendwie wieder zur Vernunft bringen? Eine schwierige Sache. Ich werde winden, dass alle den Bodenleser davon in Kenntnis setzen. Hey, wartet! Das dauert doch viel zu. Verflucht, diese Glarianer sind ein bisschen zu traurig für meinen Geschmack. Dranik. Hey, du da, wenn du mir was tust, dann folge mir. Ich will aber erst mir Potions holen. Wir kämpfen jetzt gegen den Ameisen. Ich habe in der letzten Folge im zweiten Versuch geschafft. Davor, glaube ich, im dritten erst. Weil dieses Vieh so derbe Scheiße ist mit seinem hässlichen Sandsturm, dass es nicht normal ist. Er macht Sandsturm und schon ist bis auf ein Punkt Eis. Ja. 10 Stück. 5. Sehr gut. Dann anlegen. Okay. Ja, jetzt ist nichts mehr mit. Wir können mal testen. Ach so, was ich vergessen habe. Was ich bis jetzt generell noch nicht gemacht habe, ist Abilities. Und zwar, ich habe jetzt Mithril durch Unschiss gelernt. Ich habe Arsene Lupin jetzt und ich habe ein bisschen gelevelt in der Zeit, wo ich jetzt hier weitergemacht habe. Es werde Licht und Haut und Lukas haben wir jetzt. Also, wir haben jetzt fast alles hier, wie ich gerade sehe. Ah, guck mal hier. Armreif geht noch. Geld und Leben. Exorzismus ist nach dem Kampf dann fertig. Und Felsenfest wird auch fertig sein. Das ist doch nice. Guck mal, nicht die Ability ist auch gleich annehmen. Wenn es denn geht. Jawohl. Später müssen wir wieder umtauschen alles.
Also Arsene Lupin hätte ich schon gern. Ich wüsste ja gerne, was die machen. Cloud zeitgleich auch Gil. Zustands... erteilt Zustandsveränderung. Also warten solche Eigenschaften. Nimmt weibliche Charaktere in Schutz. Auch bei einer Flucht erhält man noch Gil. Verhindert Gift. Verhindert blind. Verhindert konfus. Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Glauben. Okay, das erstmal weg. Hätte ich gern das. Ich krieg's noch nicht, okay. Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Glauben. Das könnte gut werden, aber bringt uns jetzt keine anderes mehr, wenn wir nichts. Aber wir wollen ja wichtige, seltene Items uns holen. Beziehungsweise erstehlen. Oh. Deshalb brauchen wir das auf jeden Fall. So. Und zum 100.000. Mal. Ich habe in der einen Folge Super Rage dreimal nicht geschafft. Und zweiten Versuch dann in der nächsten Folge. Das ist Glückssache, aber auch jetzt dabei. Das ist also der Ameisenweg. Ich habe versucht, mit Dolch zu schlagen. Das hat gar nicht gedacht. Hilfe! Ah. Halte durch, wir retten dich gleich. Zieht an, geht's im Hinten. Der hält sich prima. Ich halte mich überhaupt nicht prima. Diese Stimme. Das ist doch nicht etwa ganz Kopf. Oh, Freier, so sieht man sich wieder. So. Einer der hässlichsten Kerne, die ich kenne. Ich hoffe, wir schaffen es direkt instant. Das wäre cool. Wir sind alle Level 50. Ich weiß gar nicht, wie vorher es war. Ob ich da auch alle auf Level 15 gleich gekriegt habe. Und wir können Eisra. Jawohl, das konnten wir das letzte Mal nicht gehen. Ich glaube, das hilft uns schon. Aber das könnte richtig gut werden. Toss. Ja, geht ab. Sein erster Radzauber. Nice, 1400 Schaden. Wie geil ist das denn? Das wird ja dann jetzt easy, wenn wir so viel Schaden machen mit Eisbar. Sandsturm. Das ist genau die Attacke, die ich meine. Die ist hässlich. Wir haben jetzt über 700 und jetzt geht alles ins orange Bereich. Wir werden jetzt mit allen heilen, bis auf mit diesen Geschwindigkeiten angreifen. Das war's. Geil! First try. Also mit Eisra ist das ja echt easy. Seid ihr unverletzt mit uns? Freya, wir haben nicht mehr gesehen. Was ist eigentlich passiert? Ich hörte, ihr hättet Lumicia verlassen und seitdem seid ihr verschollen. Ja, schon ungefähr. Verstehe. Nun, im großen Tempel befindet sich euer Vater, der König. Wir sollten unverzüglich zu ihm gehen. Ach so, Vater. Nein, ich schäme mich, euren Vater zu treffen. Aber sag ihm schöne Grüße. Bis dann, Prinz. Mach's gut, Bibi. Ganz schön frecher Bengelmampf. Bibi ist viel braver Mampf. Der Junge da,
war mein erster Freund überhaupt. Ich bin gleich wieder da. Mein erster Freund. Ich verstehe, Puck war also hier. Und frech wie immer. Nein, jetzt kommt diese Szene, die ich hasse. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich hörte Prinz Puck verließ Bomesia etwa einen Monat nach mir. Das ist jetzt schon bald 5 Jahre her. Aber dass in solch schweren Zeiten Puck und auch du, Freya, zu mir gekommen seid. Meinen aufrichtigsten Dank. Madame Freya, seine Majestät, ich habe beschlossen, ein seit alten Zeiten überliefertes Ritual zur Stärkung des Sandwirbelsturms abzuhalten. Gelingt es uns, den Sandwirbelsturm noch weiter zu stärken und uns dies vielleicht für alle Zeiten unangreifbar machen? Um ehrlich zu sein, hatten wir auf eure Mithilfe gehofft, edle Drachenritterin. Madame Freya, werdet ihr uns bei diesem Unterfangen wohl unterstützen? Ihr redet von jedem Ritual, das noch aus den Tagen überliefert wird, in denen unsere beiden Völker eins waren. Ich werde mithelfen. Sieh da, ich war nicht in der Lage, Bomesia zu beschützen. Deswegen muss ich jetzt diese Chance wahrnehmen und Brains Wahn ein Ende setzen. Freya, das sind ja ganz neue Töne. Als ich dich das erste Mal traf, da hielt ich dich beinahe für ein wenig schwach. Stimmt, damals, als ich mich auf Fredly verließ, da fühlte ich mich so verloren. Da fehlt ein Wort. Da fühlte ich mich so verloren, ganz ohne Halt. Und wie sehr ich auch nach ihm suchte, von Fredly fehlte jede Spur. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist wenigstens mit allem, was ich habe, für Clara einzustehen. Ja, und wenn du Clara beschützt, dann findet deine Seele vielleicht endlich wieder Frieden. Und auch für mich selbst. Nein, jetzt geht die Harfe wieder los. Ich lege mich aus. Bis gleich. Viel Spaß bei unserem nächsten Song und der Tanzeinlage. Sind gerissen. Ob das ein böses Omen ist? Der Sandsturm löst sich auf. Sich jetzt natürlich schön, dass man nach draußen gucken kann, aber ganz ehrlich, der Schutz ist weg. Ich kann es nicht glauben, der Sandsturm ist weg. Und jetzt, die haben ja keine richtigen Krieger hier, also nicht so viele. Das könnte jetzt ins Auge gehen, wenn Brain kommt, und Brain ist ja unterwegs. Ich dachte, der Sandsturm sollte sich verstärken. Ich verstehe das auch nicht ganz. Seit wir in Clara leben, hat es sowas noch nicht gegeben. Seit all das hier haben wir an dieser Harfe dort einen magischen Stein angebracht. Mit dessen Hilfe wir den Sandwirbelsturm kontrollieren. Irgendjemand versucht wohl den Schutzball zu brechen. Ich hege dieselbe Befürchtung. Ohne den Sandwirbelsturm ist Clara für eventuelle Feinde leicht angreifbar. Hier eingesperrt zu sein, was stinkt mir das? Zon, das sollt ihr zwei mir noch büßen. Hör auf, mir die Ohren voll zu schreien und so. Was willst du? Ist ja nicht meine Schuld, Kerl. Muss schlimm sein, so von Brain verraten zu werden und so. Das ist ganz sicher nur ein Missverständnis.
Ihre Majestät würde mich niemals verraten. Du willst es wohl nicht einsehen, oder was? Was wohl jetzt aus der armen Prinzessin wird und so? Verdammt. Prinzessin, ich eile euch gleich zur Hilfe. Die sehen aber so unnötig einfach nur. Ob Mutter meinen Worten wohl Gehör schenkt? Musste Mutter Bomesia vielleicht deshalb angreifen, weil es ihr an etwas gemangelt hat? Hat uns Mutter vielleicht deshalb gefangen genommen, weil sie erzürnt über uns war? Ich muss ihr eins nach dem anderen Ruhe erklären, sonst bringt sie uns alle um. Wann hat das bloß angefangen, dass ich Mutter so komisch bin? An meinem Geburtstag letztes Jahr? Damals, da war dieser große Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Das wohl in irgendeinem Zusammenhang steht? Aber zweifelsohne seitdem mit Mutter etwas nicht in Ordnung. Und bald danach hat ihr Professor Toto Alexandria verlassen. Seit diesem Tag, was ist da geschehen? Königin Brain will dich jetzt sehen, sag ich. Wir nehmen dich jetzt mit, sag ich. Ihr? Wie könnt ihr es in eurer Position als Hoffnung überhaupt wagen, mich zu duzen? Sei still, sag ich. Wenn wir dich duzen wollen, dann duzen wir dich, sag ich. So eine Situation sagt man am besten so etwas wie: Schafft eure Drecksvisagen aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerl. Was hat sie gesagt, frag ich. Hab kein Wort verstanden, sag ich. Wie auch immer die Königin wartet, sag und sag ich. Nein, die Fettqualle. Los rein, da, sag ich. Die Königin wartet schon lang genug, sag ich. Verdammte Hofnarren. Ich hasse euch. Wie kann ich euch endlich totschlagen? Mutter! Hui, gar nicht. Wo warst du denn, mein Kleines? Ich konnte vor lauter Sorge gar nicht mehr ruhig schlafen. Mein kleines, süßes Ding. Ich bin doch deine Mutter. Ich habe mir so Sorgen gemacht um dich. Guck mal, mein Gesicht, das ist schon ganz gequollen. Komm doch noch ein wenig näher, mein Schätzchen. Und lass Mutter dir einen dicken Schmatz geben. Oh, Mutter, du bist so charmant. Mutter, ich würde dich gerne etwas fragen, aber... Was denn, Schatz? Ich beantworte dir alles, was du wissen willst, mein kleiner, süßer Liebling. Nun, stimmt es, dass du Bomesia ausgelöscht hast? Was denn? Das wolltest du mich fragen? Das ist natürlich Unfug, gar nicht. In Wahrheit waren es diese Ratten aus Bomesia, die es planten, Alexandria zu überfallen. Aber ich konnte ja schließlich nicht zulassen, dass sie unserem wunderschönen Alexandria das antun, oder? Daher musste ich ihnen zuvorkommen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Aber sicher kannst du das. Niemals. Ich kann dir das einfach nicht glauben. Was sagst du da? Du glaubst deiner eigenen Mutter nicht? Oh nein, Mr. Schnösel mit dem Kleiden. Pullermann. Verzeiht meine Aufdringlichkeit. Aber darf ich bei diesem Theaterstück auch mitmachen? Theaterstück? Ja, und was für ein ergreifendes Stück es ist. Ein Prinz auf einem weißen Schimmel. Die Geschichte der tragischen Liebe einer wunderschönen Prinzessin. Das zarte Weiß ihrer Haut wird von der Farbe der Trauer übertönt und sie entschlummert. Ich kenne euch. Dass du und ich uns begegnet sein, das ist der Wille des Schicksals. Nun, meine liebe Taube, komm zu mir. Gib mir ein Schmatzen. Lass mich dir das Reich der Träume zeigen. Was für ein liebliches Gesicht sie macht. Ach, puh, eine freche kleine Göre. Son, bereitet sofort alles für die Bestia-Extraktion vor. Was für Bestia? Hallo? Was für eine Bestia? Was für eine Bestia? Endlich ist Prinzessin Garnet 16 Jahre alt geworden, sag ich. Endlich ist Prinzessin Garnets Körper so weit, um die Bestie aus ihm zu extrahieren, sag ich. Als ob jetzt ein Tag alles verändert hätte. Bestia, die ihre Unendlichkeit erwacht aus dem 16-jährigen Schlaf. Lasse die Höhle fallen, empfangt das Licht, redet in die Freiheit. Odin,
Die Zeit ist reif, die Zeit ist gekommen. Odin, Kriegsgott der Finsternis, komm hervor. Steckst du, Freier? Was ist deine Theorie zum Verschwinden des Wirbelsturms, mein Bester? Keine Ahnung, für mich war das schon riesig, dass es überhaupt einen Sandwirbelsturm gab. Aus welchem Grund dieser dann also verschwunden sein könnte, das übersteigt meinen Horizont. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber dieser Sandwirbelsturm tobt seit 500 Jahren ohne Unterbrechung. Glaubst du, dass Brain vielleicht etwas damit zu tun haben könnte? Vielleicht, aber was ist mit den Verbündeten? Du meinst diesen Mann, den wir in Bomesia gesehen haben? Ich wüsste gern, wer das eigentlich ist. Wie auch immer. Ach übrigens, sie da, um herauszufinden, warum der Wirbelsturm wohl verschwunden ist, wollte ich eigentlich den Baum hinabsteigen. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen, kannst du mir dann lesen? Prima, da sind wir uns ja einig. Ich trommel Vivi und Quina zusammen und warten dann am Stadteingang auf dich. Können wir mit dir auch noch was lernen? Die Farben des Windes lernen sie gleich. HP plus 10. Hätte ich gern bei Vivi, bei Vivi. Ich hätte gern bei allen plus 10. Vielleicht kann ich das Item mir weitergeben. Wäre ganz gut. So, nach unten. Wir kaufen jetzt nichts, wir laufen jetzt schnurgerade weiter. Jetzt gehen wir nämlich zurück in die Höhle vom Baum. Und dort werden wir dann die letzten Kisten versuchen zu kriegen. Freier, du hast aber ganz schön Zeit gelassen. Wir warten schon auf dich. Dann lass uns mal losgehen. Puck, habe ich leider nicht getroffen. Obwohl schon der Baum runter ist. Der Schand in dieser Stadt schmeckt gleich süßlich, Mampf. Diese Stadt ist wirklich sehr lecker, Mampf. Hier ist Sand. Alle sind so hilfsbereit. Schon allein, um mich in ihrer Freundschaft würdig zu erweisen, muss ich Führer beschützen. Das muss man. So. Haben wir noch was im Level? Ja. Nein. Ah, ihr kann es nicht lernen. Schade. Wie? Vivi hat fast Eisrad, das ist gut. Okay. Felsenfest können wir wenigstens erlernen. Wir haben Quina vergessen. Und Freya vergessen. Freya hatten wir. Okay, wir haben Quina vergessen. Sag ich doch! Warum vertraue ich mir nicht mehr selbst? Wesen noch ein bisschen die Abilities lernen. Haben wir ja in dem ersten Part zu wenig gemacht, wir müssen das jetzt nachholen. So, ein bisschen. So, jetzt holen wir uns die Kiste. Alexandrische Soldatinnen. Was macht Alexandria hier? Fallen sie etwa ein? Sind sie dafür verantwortlich, dass der Sandsturm weg ist? Das kann ich nicht glauben. Die sind so schlecht. Vor allem Soldatinnen, wo sind die Männer? Hoppig. Oh, ich bin jetzt Abilities so spät. Wir werden nicht jede Ability lernen. Dafür haben wir keine Zeit. Und da müssten wir ja 200 Stunden spielen oder so. Aber ich will so viel wie möglich euch zeigen.
noch mehr von denen. Ach, jetzt können wir auch da hoch. Vorher war da ja so ein reißender Sandwasserfall. Ja, der ist reißender Sand. Los, Baby. Hau ihn. Ich will auf jeden Fall noch ein Level up eigentlich machen. Also, jetzt in den Anfangsbereichen ein Level up pro Folge sollte schon drin sein. Jawohl, ein Hammer. Wenigstens Queen hat uns erhört. Versucht diese Apparatur da unten aufzumachen. Aber an diesem Hebel kann ich nicht ziehen. Ich weiß nicht wieso. Wie gesagt, im Moment, ich hatte ja das letzte Mal eine Doppelfolge hier draus gemacht. Diesmal mache ich jetzt eine lange, weil ich eben das alles hier schon gerade gespielt habe vor 2 Stunden. Und anstatt 1 Stunde, was ungefähr die Folge lang ging, beide Folgen, hat es 9 Minuten verzögert. Hier ist diese Apparatur. Ich kann nichts drücken. Ich weiß nicht, was geht. Was bringt denn mit Rückfluss? Na toll. Ich hab mal geguckt, ob ich diese Balken rechts und links wegbekomme. Allerdings, das sind Balken, weil früher auch Röhren wurde dieser Platz ja Reitbogen, wie zum Beispiel ein 4K. Und deshalb sind diese Balken. Ich könnte sie mit dem Mod wegmachen, aber ich möchte das Spiel nicht zerstören. Deshalb lasse ich sie lieber drin. Mich stört es jetzt nicht, aber ich wurde halt schon gefragt, warum ich da so Balken bin, warum ich da reingemacht habe. Die habe ich nicht reingemacht, die waren tatsächlich von Anfang an drin, an Level aber. Mit denen habe ich nichts zu tun. Ach, ich bin einfach unten durch. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn Alexandra hier einmarschiert, warum laufen wir in aller Seelenruhe jetzt durch diese Höhle, anstatt zurückzurennen? Ich glaube, dass die mich da oben gerade ein bisschen Krawall machen. Ja, ich habe diese Würmer lieber wie dran.
1000 Gold. Wir sind reich, wir sind reich. Sidan, warte doch mal einen Augenblick. Die Soldatin aus Alexandria, vorhin fandest du nicht auch, es waren nur völlig weniger an der Zahl? Ich meine, wenn man mal davon ausgeht, sie hätten es ernsthaft auf uns abgesehen gehabt. Ja, jetzt wo du sagst, da ist was dran. Stimmt, Kinder. Aua! Freya, Clara wird angegriffen. Schnell, du musst sofort mitkommen. Oh nein, ich hatte also recht mit deiner Befürchtung. Ich muss wirklich beeilen. Was steht denn jetzt so blöd rum? Kommt auch mit! Ja, ich komme schon. Nur schon unterwegs, sag ich doch. Sag ich doch, warum sind wir zurück? Der Arme und die Ehre trudeln also auch langsam. Hier fallt ihr also ein. Hilfe! Die Stadt wird von Feinden überrannt. Sind es wirklich so viele? Ja, sie fallen buchstäblich vom Himmel. Was denn das Wort ist? Töte! Bis hierhin habe ich gespielt. Genau bis hierhin. Und dann rechts bin ich auch zum Notkrieg gegangen. Wir werden auf jeden Fall aber trotzdem abspeichern jetzt. Aber noch eine Runde weiterspielen. Weil quasi jetzt geht's erst weiter für mich. Jetzt geht es erst weiter. Das ist so blöd mit OBS. Dann macht dann so eine Warnung, Speicherplatz wird wenig. Aber wenn wenig steht, speichert er schon gar nicht mehr bei mir. Er hört dann einfach irgendwann auf. Ganz blöd. Warum unbedingt einen neuen Rechner? Aber meiner hat ja immer noch kein System. Er hat ja nur 84 Gigabyte gespeichert. Und ich habe zwar eine externe Teile, aber auch die externe Speicher, der nicht gespeichert wird, nur noch ein. Total bescheuert. Diese ganze Rechenaufbau ist bescheuert. Ah! Mach dich bereit zu sterben. Schnell hierher. Jetzt gibt's Ärger. Das klingt sehr so richtig cool. Rechen sammeln wir jetzt abspielen. Ich hab das Gefühl, dass ich das denn in der Heizung steht. Verhängt er hier so ein bisschen gerade. Und weil die Heizung ein bisschen Wasser hat, kann es auch nicht mehr. Hier steht nicht anders. Deshalb, im Herbst gibt es dann bei mir einen neuen Rechner und einen neuen Schreibtisch, sag ich mal dazu. So einen PC-Schreibtisch, weil da oben ist der neue. Alles schon planungswirtschaft vorbereitet. Auch wie er aussehen soll, was drin sein soll. Ich habe jetzt jemanden beauftragt, das soll ich mal nachgucken. Vielleicht wird es dann auch mit den Streams besser. Kann sein, dass es am PC gibt. Und nicht im Internet. Es kann auch sein, dass er im Internet. Das sehen wir auf jeden Fall dann. Das sehen wir ja dann, wenn der neue da ist. Lassen Sie wohl zum Ding. Töte! Brauchen wir noch den Blitzstab für Blitzewar. Gab's ja auch schon zu kaufen. Vielleicht gibt's den ja jetzt noch. Ihr seht, ich hab's jetzt eigentlich mehr. Weil wir so ein bisschen an Power jetzt gewinnen müssen. Wir wollen jetzt vorankommen, wir wollen jetzt mehr Power. Und wir haben jetzt gleich noch einen schweren Kampf vor uns. Alex,
Alexandria marschiert ein. Beatrix ist hier. Kuja ist hier. Prinzessin. Nicht Prinzessin. Ich denke mal, die Königin ist hier. Ich bin gespannt, gegen wen wir alles kämpfen werden. Ich denke mal, hier wird es gleich noch richtig abgehen. Verdammt, will ich übermütig werden. Bis jetzt gerade wohl in der Stadt aussieht. Soweit komme ich erst gar nicht. Der Feind kommt in Scharen. Wie sieht es hier bei euch aus? Die Leute aus Bomesia leisten zwar Widerstand, aber wir jeden Gegner, den sie machen, und scheinen zwei Mühe zu kommen. Wir waren völlig machtlos und sind geflohen. Diese verdammten Bastarde aus Alexandria. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Nicht nach oben. Von oben kommen sie. Flieht nach rechts. Nur nicht, dass ihr jetzt sterbt. War richtig. Das war der richtige Weg. Weil wenn ihr jetzt nach oben gegangen wären, dann wenn ich von oben die Schwarzmärkte gekommen, hätten sie getötet. Hast du vielleicht meinen Mann gesehen? Nein, habe ich nicht. Wo ist Vati? Where? Shit. Flieg nach links. Über meine Leiche vorbei. Über deine Leiche also. Ich werde dich umbringen. Und dann deine Sippschaft. Und dann die Stadt hier zu töten. Einer von denen, zwei von denen. Bewegung. Ja, was war das? Oh, der hat mir einen Pegel geklaut. Dadurch, dass wir so eine mega lange Folge haben, ist, dass wir das alles in einem Part jetzt hier haben, den Krieg, der Angriff. Jawohl, Level up. Und jeder hat ein Level up. Ich muss alles geben, sonst gehen wir alle noch hier drauf. Schnell, Kopf! Wo sollen wir nur hin? Nach rechts über die Hängebrücke. War richtig. Wir lassen dich locker, was? Oh, bis jetzt alles richtig. Bis jetzt haben wir alle beschützt, die wir beschützen können. Ich weiß, beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, damals sind voll viele draufgegangen. Flieh nach oben. Ja, von oben kommen sie. Scheiße. Jawohl, Critical. Erstes Down. Nice. Frauen haben keine Augen. Warum? Sie steht noch. Gewinner wird beschützt von Freya. Jawohl. Das Team hält zusammen. Ja, so muss es sein.
Wiener mit dem nächsten Level. Das sind einfach zu viele. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Sind wir hier sicher? Sind die Gespenster jetzt weg? Ich glaube nicht, dass wir schon überstanden haben. Bleib also wachsam, Leute. Ja, es ist nur noch etwas zu früh, um zu liegen. Was? Ihr seid noch hier? Ja, es gibt keinen Ort in Kläre, der einen mehr Seelenruhe spendet. Auch wenn dieser Sandsturm verschwunden ist. Ja, wirklich wunderschön hier. Es ist überhaupt eine sehr schöne Stadt. Und alle Bewohner hier sind so freundlich und nett. Ich verspreche euch, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Kläre und sein Volk zu schützen. Wir sollten uns im großen Tempel verschanzen. Wenn wir alle zusammenhalten, wird es schon irgendwie werden. Das sind also alle überlebt. Wo ist bloß der Hohepriester? Und der König von Bomesia? Fatih ist nicht da. Vielleicht sind die anderen ja schon im Tempel, vielleicht doch nicht. Schnell in den Tempel. Schon wieder. Nein. Von da drüben auch. Sie sind überall. Wir sind umzingelt. Zieht euch zusammen. Ich beschütze euch. Verdammt, was jetzt? Ihr elenden Teufel, bis hierher und nicht weiter. Solange dieser Speer nicht gebrochen ist, ist diese Stadt nicht gefallen. Das ist ihr Mann. Aus dem Nichts aufgetauchter Mann. Vor meinem kampfgestählten Speer seid ihr nichts weiter als Opfergaben. Bam! Freyas Mann ist voll starr. Das ist Freyas Mann. Ich habe ihn doch gesehen. Schnell flieht in den Tempel. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber danke. Fredley. Ich kann es nicht glauben, dir jetzt gegenüberzustehen. Seit du Bomesia verlassen hast, war ich rastlos auf der Suche nach dir. Fredley, wie viele Flüsse magst du wohl überquert haben? Wie viele Gebirge überwunden? Wo warst du all die Jahre, Fredley? Fredley! Legenden über deine ruhmreichen Kämpfe überquerten 1000 Flüsse. Legenden über deine ruhmreichen Kämpfe halten über 1000 Gebirge. Doch mehr als diese Legenden warst von mir nicht geblieben von dir. Und das Letzte, was mir über dich zu Ohren kam, war dein Tod. Nein, daran möchte ich mich gar nicht mehr erinnern. Freya. Ich erinnere mich leider nicht, euch jemals getroffen zu haben. Was? Was hast du gerade gesagt? Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich einfach nicht an euch erinnern. Wenn das ein Witz sein soll, so ist er nicht komisch. Wie könntest du mich, deine Freya, denn vergessen haben? Ich bin es, Fredley, deine Freya. Gedächtnisverlust. Es tut mir leid. Ah. Hey. Mach aber mal halblang. Was soll das, wenn? Von wegen, du kennst sie nicht. Verdammt nochmal, das ist deine geliebte Freya. Nun streng mal ein bisschen deine Grauzellen an. Hey, ich rede mit dir. Schon gut, Sita. Nichts ist gut. Das hier ist dein Geliebter, den du seit Jahren wie besessen gesucht hast. Fredley, erinnerst du dich wenigstens an mich, deinen König? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Willst du mit etwas sagen, du verleugnest deine Herkunft? Aber wieso bist du dann hierher nach Lehrer gekommen? Ich meine, wenn du keinerlei Erinnerung hast, wie konntest du dann von der Gefahr wissen, in der sich unser Brudervolk hier befindet? Ich. Lasst mich das erklären. Puck! Fredley ist mir zufällig über den Weg gelaufen, als ich auf Reisen war. Aber Fredley hat keine Ahnung, wer ich bin. Er kannte mich einfach nicht wieder. Er wusste nicht mal seinen eigenen Namen. Aber als er hörte, dass Bomesia angegriffen wurde und dass auch Lehrer in Gefahr ist, da hat er wohl tief in seinem Unterbewusstsein der Drachenritter in ihm gespürt, was zu tun ist, und es hat ihn hierher getrieben. Drachenritter? Ich war ein Drachenritter, das spüre ich. Ansonsten ist in mir aber nur Leere. Oh, Fredley. Ich bitte mich zu entschuldigen. Hm.
Freya will ihm nicht folgen. Ich? Nein. Endlich Gewissheit zu haben, dass Freya im Leben ist, das allein ist für mich unbeschreibliches Glück. Entschuldige, Freya. Ich war ja der Meinung, du solltest ihn nicht in diesen Zustand treffen. Oder Claire, so Bedrängnis war, habe ich ihn hierher gebracht. Ihr habt euch nichts vorzuwerfen, mein Prinz. Ich denke, ich schaue mal, wo Freya ist. Bis nachher. Aua. Bitte warte, Puck. Wir haben uns doch so lange nicht mehr gesehen. Hä? Das war doch gerade Puck. Was habt ihr denn alle? Huch, weinst du etwa, Freya? Aha, welche Ironie. Unzählige Male träumte ich davon, ihn endlich wiederzufinden. Und nun das. Er kann sich nicht mehr an mich erinnern. Warum nun? Warum nun? Nun gut, Sita. Der Feind ist womöglich immer noch da draußen. Lass ihn uns vernichten. Freya. Hilfe! Nein, Beatrix. Bitte verschont wenigstens mein Leben. Wehr mich, du Kleiner. Ihr seid dieses Schatzkristalls nicht würdig. Der Schatzkristall. Jetzt, wo ich den Kristall endlich in meinen Händen halte, habe auch ich nichts mehr in diesem Rattennest verloren. Bleib hier, ich hau dich. So leicht kommst du nicht davon. Errungenschaft freigeschaltet, keine Opfer. Yay! Yeah! Das ist eine gute Errungenschaft. Alle haben überlebt. Warte, oder willst du etwa feige fliehen? Feige? Fliehen? Ich glaube, du verkennst die Lage, mein Junge. Oder hast du etwa schon eure Niederlage gegen mich in Bormesia vergessen? Ach, bitte, Niederlage. Das war damals. Du hättest uns besser den Gnadenstoß verpassen sollen, als du die Gelegenheit hattest. Jetzt sind die Karten neu gemischt. Ich werde dir nicht verzeihen. Den leckeren Kuchen, den ich mit dem schüchen Schand hier backen will, von dem gebe ich dir keinen einzigen Bissen ab. Ich sehe schon, euch dürstet es förmlich nach einer weiteren Züchtigung. Mach, was du willst, Beatrix. Wir werden sicher nicht zweimal gegen dich verlieren. Boah, die haben sich ja alle gar nicht geheilt. Ich würde mal gerne hochheilen wollen vor dem Kampf hier. Los, Lili. Lili, es liegt an dir. Du hältst unseren Sieg in der Hand mit Eisraum. Wenn Eisra nichts bringt, reicht ihr auch nicht weiter. Das hatten wir das letzte Mal nicht. Schocker. Bald. Voll übertrieben. Nein, 100 Schaden, das ist gut. So lange aufstehen, bis Beatrix da ist. Sie steckt auf jeden Fall mehr ein Gefühl. Das letzte Mal waren wir chancenlos, aber sie hat noch nicht ihren Ultraschocker gemacht. Und sie dann direkt jedes Mal. Thank you.
Sie heilt sich. Wie unfair. Stirbt wie eine Frau. Ja, Freya, sauber. So, Heilung ist wieder weg. Schocker. Boah, und wieder ist sie da an der Seite stehen. Aber er beschützt die anderen. Er stellt sich immer vor, der andere. Schatzkristall nehme ich in Verwahrung. Exekutionsschlag. Ich hoffe, dies war eine Lehre. Du bist stark. Schwarzmagier, wir sind hier fertig. Macht euch bereit für die Teleportation. Was machen wir, Freya? Zidane, pass auf, hinter dir. Ich springe jetzt einfach rein. Kommt mit mir nach. Zidane, Freya. Ich habe hier nichts mehr, das mich halten würde. Und für dich ist dies vielleicht die letzte Chance herauszufinden, wer du wirklich bist, mein Lieber. Los, Baby, Augen zu und durch. Auch Freya ist weg. Nicht für mich. Ich habe Höhenangst, Mann. Beschwören kannst du es nur eine kleine gewöhnliche Gürtel. Doch anstelle gar nichts kann ich nun die Bestie beschwören und des dunklen Kristalls. Und in wenigen Minuten werde ich auch wissen, ob Kusha wirklich die Wahrheit gesagt hat. Komm zu mir, Odin, zeig mir deine alles verstörende Kraft. Aber diese Kraft werden wir erst im nächsten Part sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist ein gemeiner Cliffhanger, ich weiß. Aber das war eben die Stadt verteidigen. Und jetzt kommt der Höhepunkt in der nächsten Folge. Und dann lasst gerne ein Like, dann geht's weiter. Bis dann.